Liebe Zuschauer, jetzt sind wir in der Schweiz angekommen. Wenn Sie sagen, das geht doch gar nicht. Nein, wir sind auf der schönen Woche in der Halle, wo die Schweiz zu Hause ist, Grüezi die Schweiz. Und neben mir steht Samuel Inauen. Und ich habe mir ihn deswegen rausgesucht, weil hinter ihm steht nämlich ein Spruch: der würzigste Käse der Schweiz, Appenzeller. So, jetzt erklär mir mal, warum ist das der würzigste Käse der Schweiz? Erstmal willkommen Deutschland. Schön seid ihr bei uns am Appenzellerstand. Ja, wieso ist das der würzigste Käse der Schweiz? Das gehört eben auch zu unserem Geheimnis, das wir auf uns tragen. Und dieses hüten wir besser als das Bankgeheimnis der Schweiz. Das heißt aber, es wird im Appenzell, es wird also Käse ganz normal produziert, die Kühe auf der Alm kommen runter, werden gemolken etc. Also der Vorgang ist der gleiche. Genau, der ist seit Jahrhunderten immer der gleiche. Im Sommer fahren wir auf die Alp und im Winter melken wir sie im Tal. Und dieser Käse, das ist hundertprozentiger Heumilchkäse. Das ist also mit Heu gefüttert und keine Silo. Also völlig von der Natur, genau. Vom Berg, sagen wir mal, in den Topf. Genau. So, jetzt könnte ich dir ja eine Summe bieten, 2000, 3000, damit du mir das Geheimnis verrätst, wie er gemacht wird. Aber sicher nicht Euro. Schweizer Franken natürlich. Ja, aber im Appenzell, wie groß ist Appenzell, wenn jetzt der Besucher das erste Mal hinkommt, wo findet er den überhaupt? Ich meine, dass wir die Schweiz kennen, wissen wir. Aber wie weit fährt man so von Berlin? Oder wie lange bist du gefahren von Appenzell hierher? Und zwar ist das in der Nähe des Bodensees. Es liegt, der Sentis ist recht bekannt bei uns in der Ostschweiz. Und der ist ca. 2500 Meter hoch. Und dort unten, rund um den Sentis, wird dieser Käse produziert. Habt ihr denn alle bei der Käseproduktion so eine tolle Tracht an oder geht das ein bisschen anders zu? Also das, was ich jetzt trage, das ist die Sonntags- oder die Festtagstracht. Während dem Käsen hat man nicht das an. Da muss es einfach bequem liegen und praktisch sein. Weißt du zufälligerweise, wie viel Käse ihr produziert, damit alle satt werden im Jahr? Ungefähr. Also was heißt wir? Ihr alle wollt ja satt werden vom Appenzeller Käse. Also das ist schon ziemlich viel. Also ich kann es in Zahlen nicht genau ausdrücken, aber das ist mehrere tausend Tonnen Käse. Und der muss dann ja noch immer geschnitten werden, ne? Genau, aber das machen auch die Maschinen. Okay, gut. Dann ist es wunderbar. Ja, Samuel, das war schon mal ein bisschen Information über den würzigsten Käse der Schweiz, liebe Zuschauer, den Appenzeller. Und wenn Sie sagen, okay, ich komme nicht mehr auf die grüne Woche, dann können Sie sich aber garantiert auf einer der Webseiten informieren. Wo finde ich was? Genau, das wäre der appenzellerkäse.ch. Oder man kann einfach in Google Appenzeller oder Appenzell eingeben und da findet man weitere Informationen. Also sehr gern, seid alle herzlich willkommen. Und wenn Sie unterwegs sind und sagen, okay, bin ja schon am Bodensee, dann machen Sie den kleinen Umweg auch noch. Machen Sie einfach mal Besuch in den Appenzeller und die werden genauso begeistert sein. Ich war da und ich kann Ihnen nur sagen, es lohnt sich und im Sommer in der Schweiz und dann noch schönen Käse dazu, was gibt's Besseres? Dann würde ich nur sagen, wir drehen uns jetzt rum, essen noch ein bisschen Käse und probieren. Und vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, obwohl die Halle hier knallevoll ist. Vielen Dank euch allen. Es ist sehr schön hier in Berlin. Danke.